Hier waren wir vom Radio Cactus Münster e.V. zu Besuch im Münsteraner Allwetterzoo mit einer Kindergruppe aus einer geflüchteten Unterkunft. Mit viel Gewusel und aufgeregten Kinderstimmen gab es viel Spannendes zu entdecken. Auch innerhalb des Pferdemuseums gab es einiges zu sehen. Die Kinder wurden hier interaktiv gefordert und konnten so ihrer Energie freien Lauf lassen. Nach dem Museum war es Zeit für eine kleine Pause. Eis schmeckt nicht nur gut, es gibt auch neue Kraft für noch mehr Entdeckungen und Abenteuer. Egal ob groß oder klein, leicht oder schwer, alle Tiere bringen etwas Faszinierendes mit sich. Dein nächstes Ziel. Ja? Ja. Okay. Auf zu den Geparden. So viele Möglichkeiten und Ziele. Aber eins nach dem anderen. Und da aus Kindersicht manches viel besser ausgedrückt werden kann, gebt einmal zuhören. Jeder kann sich ein oder zwei Fische nehmen und füttert die Pinguine nur hier vorne im Wasser. Warum sind wir hier? Weil wir besuchen die Tiere. Und welche Tiere haben wir heute gesehen? Löwe, Tiger, Affe, Schlange. Und was haben die Tiere heute so gemacht? Gekuschelt. Geschlafen. Gegessen. Was waren heute eure Lieblingstiere? Schlange. Affe. Löwe. Elefant. Ich auch, Löwe. Und was haben wir heute gemacht? Was haben wir heute alles erlebt? Gespielt. Geguckt. Die Tiere gefüttert. Welche Tiere haben wir gefüttert? Die Pinguine. Also haben wir einen schönen Tag verlebt heute? Dann, wenn ja, dann schreit mal alle ja. Ja! Ja! Wir können festhalten. Allen hat es gefallen.
Aber auch die schönsten Tage gehen zum Ende. Zufrieden und satt gesehen machten wir uns gemeinsam mit den Kindern wieder auf den Rückweg. Ciao, tschüss und bis nächstes Mal.